Der reale Irrsinn auf der Couch. Das ist wirklich nicht zu glauben. Oh. Extra drei. Der reale Irrsinn. Die Stadt Hamburg präsentiert Ihnen das völlig verrückte Fahrradparkhaus. Knapp 3 Millionen Euro hat es gekostet. Hier kommen wirklich alle Besucher auf ihre Kosten. Ja, also wir vom ADFC begrüßen auch, dass natürlich hier die neue, moderne Fahrradparkhäuser gebaut werden im Rahmen der Mobilitätswende. Leider hat man bei diesem Parkhaus etwas ganz Entscheidendes vergessen und das ist nämlich die Einfahrt. Na, das ist doch gerade das Verrückte daran. Wer hier hinter dem Bus ins Parkhaus fahren will, sollte sich nicht überfahren lassen. Es gibt keine Rechtsabbiegespur. Moin, Busfahrerin. Adventurous. Da kommen die doch auch in einer Tour, die Busse. Da kannst du auch gleich mit dem Bus hinfahren. Das Tor zur Welt hat keinen Eingang. Da sieht man mal wieder, dass diejenigen, die es geplant haben, sowas nie benutzt haben. Ich glaube, der Architekt fährt einen SUV. Das ist hier in Eppendorf, da fahren nicht so viele Leute Fahrrad. Da fahren wir mit dem Porsche. Oder wie hier von der anderen Seite. Wer links ins Parkhaus fahren will, darf nur geradeaus. Verrückt! Die zuständige Behörde teilt uns mit: Wir werden uns die Zufahrtssituation noch einmal anschauen und prüfen, ob und wie die Situation optimiert werden kann. Aber bis dahin bleibt es total crazy. Wo war noch mal der Eingang? Ja, da kam ich von hier und dann habe ich da oben das wunderbare Bike-and-Ride-Parkplatz-Symbol gesehen und dachte ich, ja Mensch, das muss ja wohl der Eingang sein. Ich frage mich nur, ob man die Fahrräder rauftragen muss. Ich habe mich gewundert, dass sie ihre, habe ich gerade gesagt zu dir gestern, wieso müssen die ihre Fahrräder hochtragen? Das kann doch nicht sein. Ich habe überhaupt nicht erkannt, wo auch der Fahrradeingang ist. Ja, danach muss man lange suchen. Der ist da hinten, also unten. Und dann noch um die Ecke da. Wem das Suchen unten zu verrückt ist, der geht einfach nach oben, über diese Treppen. Eine Treppe? Quatsch! Oh, das wird meine Mutter auch zu gerne mal ausprobiert. Dann können ja über die Treppen fahren. Klack, 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 klack. Aber guck mal, so eng wie das Ganze ist. Also das, ja, du musst ja das Fahrrad irgendwie so schräg halten, damit du nicht eher im Gelände hängen bleibst. Man kann auch halbe-halbe machen. Warum ist das da so schmal? Aber es hätte halt mehr Sinn gemacht, das Ding einfach in der Mitte zu machen. Das sieht man halt auch oft. Das rechts und links davon sind Treppen und dann in der Mitte. Ja, ja. Das wiegt 50 Kilo. 50 Kilo mit bei den Batterien zusammen. Und würden Sie das hier gerne hochschieben? Das würde schwierig sein. Was mich gewundert hat, war es ein Neubau ist, dass da kein Fahrstuhl ist. Fahrstuhl, dann wäre es doch gar nicht mehr verrückt. Die Behörde schreibt, Fahrstuhl, das macht sowohl baulich als auch wirtschaftlich Kosten-Nutzen keinen Sinn. Wer es nach oben schafft, kann zusätzlich Muckis trainieren. Ja, also das Gewicht zieht hier natürlich nach hinten und da muss man sich natürlich so ein bisschen schräg nach vorne stellen, um überhaupt dieses schwere Gewicht hochzukriegen. Und wenn man jetzt die Spur natürlich ein bisschen weit innen gewählt hat, wie jetzt hier mit dem Vorderrad, dann kommt natürlich sofort der Lenker hier an die Wand dran und man muss natürlich auch hinten mit der Tasche, die dann eventuell hier ans Geländer irgendwie so schrabt. Ja, der Handlauf, ja. Ich habe gerade keine Hand frei für den Handlauf, würde ich sagen. Langweilig wird es oben nicht. Diese Fahrradbügel sorgen für den total verrückten Extra-Kick. Man muss auch vorne reinkriegen, dann wird nix. Diese Plätze sind nur bis zu 18 Kilogramm zugelassen und Pedelecs sind in der Regel schwerer, sodass unten schon mal die Hälfte der Parkplätze auch für Pedelecs wegfällt. Lastenräder und Pedelecs besser im crazy Erdgeschoss parken. Erstmal wieder runter. Dazu kommt natürlich auch noch, dass wir natürlich auch Lastenräder haben, die nur hier unten geparkt werden können. Und da haben wir oben zum Beispiel die Reparaturstation. Also mit einem Lastenrad da hochzuschieben, ist zum Beispiel komplett undenkbar. Ganz genau. Craziness pur. Die Reparaturstation gibt es frei zugänglich nur oben. Unten kann man lange danach suchen. Ein Spaß für die ganze Familie. Das total verrückte Fahrradparkhaus. Super Parkhaus. Ja, für 3 Millionen richtig gut durchdacht. Aber es ist hübsch. Komm, sag, es ist hübsch. Ja, aber jetzt mal im Ernst. Ich meine,
du, bis du dein Fahrrad da abgestellt hast, brauchst du schon mal eine Viertelstunde, bis du das da hochgehievt hast. Dann brauchst du eine Viertelstunde, bis du das dann auf diesem Bügel da verstaut hast. Und dann sind 5 U-Bahnen weggefahren. Deswegen parken da kaum Fahrräder. Und ich habe mich schon gewundert. Im bayerischen Altusried gibt es einen wunderschönen Maibaum. Und eine Menge Ärger. Sehr zum Leidwesen des Vorsitzenden vom Trachtenverein. Jetzt habe ich die Schnauze voll. Und jetzt gehe ich an die Öffentlichkeit und erzähle das einmal den Leuten, was da läuft. Was da läuft? Seit Jahren beschwert sich der Nachbar über den Maibaum und will ihn weghaben. Denn, so der Nachbar, die auf dem Maibaum sitzenden Vögel koten ihm an seine schöne Hausfassade. Hier Beweisfotos. Der Maibaum ist allerdings über 8 Meter vom Haus entfernt. Das muss man mal einer zeigen, dass ein Vogel 8 Meter oder 10 Meter quer scheißt, dass es da hinten an die Wand kommt. 8 Meter? Wie soll denn da vom Maibaum was hinkommen? Vielleicht ist da sehr windig. Ja, vielleicht ist sehr windig und es wird einfach alles immer gegen die Hausfassade gepfeffert. Fallgeschwindigkeit müssen wir berechnen. Jetzt berechnen Sie den Winkel. Längen- und Breitengrad. Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel. Die Vögel in Bayern, die haben halt mal ein bisschen mehr Druck. Ja. Oder ein wirklich, wirklich großer, wütender Vogel. Genau das ist die Frage, mit der sich die Mitglieder vom Trachtenverein beschäftigen. Wie ist die Flugkurve des Vogelkots? Der Aktenordner dazu ist dick. Mailverkehr mit allen Beteiligten, Kanzlei, das Amtsgericht, die Klage gegen den Markt Altusried, Beweisfotos. Traurig, dass sich ein Allgäuer Bürgermeister überhaupt mit so einer Thematik befassen muss. Und weil der Nachbar geklagt hat, befasst sich jetzt auch das Amtsgericht Kempten damit. Das Gericht benötigt allerdings noch mehr Erkenntnisse und hat einen wegweisenden Beweisbeschluss angeordnet. In diesem Beweisbeschluss wird wohl ein ornithologisches Gutachten eingeholt werden, in dem durch einen Sachverständigen geklärt wird, ob dieser Maibaum anziehend auf Vögel wirkt. Endlich wird von einem sachkundigen Experten geklärt, wo der Vogel gesessen haben muss, wenn er dieses Haus trifft. Ein ornithologisches Gutachten. Hammerhart. Hauptsache Gutachten. Aber wie willst du es denn machen? Campt er dann da 5 Tage unter dem Pfosten? Das heißt, der muss über längeren Zeitraum das Ganze beobachten. Die Vögel sitzen eher auf den Stromleitungen in der Nähe des Hauses statt am Maibaum. Der hat die komplette Stromversorgung quer über seinem Dach. Die sitzen halt einfach auf den blöden Leitungen und kacken aufs Haus. Wir brauchen keinen Ornithologen, der mehrere tausend Euro kostet. Wir wissen selber, dass ein Vogel sein Geschäft nicht 10 Meter waagrecht ums Eck rum verrichtet. Wer weiß, was der Vogel alles kann? Der Nachbar will nichts dazu sagen. Aber zum Glück klärt jetzt ein Gericht, von wo der Scheiß kommt. Dann muss geklärt werden, ob diese Vögel dann biologisch in der Lage sind, die 8 bis 10 Meter mit ihrem Kotverhalten zu überwinden. Und jetzt wartet Bayern gespannt auf das Gutachten zum Kotverhalten der Vögel. Und wie weit sie es bringen. Kotverhalten. Die Vögel mit ihrem Kotverhalten. Ihr Kotverhalten dazu in der Lage ist alleine. Das sind ja Satzbildungen, die habe ich ja weder gehört noch ausgesprochen in meinem Leben. Aber mal ganz ehrlich, diese Hauswand lädt doch echt zum Scheißen ein. Hi, na dann, kommt mal rein. Ja, hallo. Das ist Alexander Kaufhold. Der Berliner lebt gerne in seiner Wohnung. Ja, ich wohne hier seit ca. 7-8 Jahren und ausschlaggebend für eine Wohnung ist für mich, dass ich reinkomme und dass sie mir natürlich gefällt, dass sie zu mir passt. Als ich hier reingekommen bin, war alles schön hell. Ich habe gesehen, die Raumaufteilung, die passt zu dem, wie ich es brauche. Also ich habe gesehen, hier passt so gut rein. Ja, und jetzt hat sein Vermieter ein paar bauliche Veränderungen vorgenommen. Doch damit ist Alexander Kaufhold nicht so ganz zufrieden. Hier wurde vor kurzem das Fenster zugemauert. Leider direkt hinter meinem Arbeitsplatz. Wie bitte? Hier wurde vor kurzem das Fenster zugemauert. Ups. Boah. Das ist ja bitter. Mhm. Oh.
Ist auch, auch besonders formschön gelungen, so mit den Hohlraumsteinen. Wie können die das dann einfach zumauern? Hä? Ja, das sieht halt echt aus wie so ein Knast. Das ist echt so ein bisschen wie in so einem Horrorfilm. Das kann doch nicht so bleiben. Na gut, also so hell wie früher ist es jetzt hier nicht mehr. Dann machen sie halt öfter das Licht an. Und so ein zugemauertes Fenster ist doch auch ganz praktisch. So scheint die Sonne nicht mehr direkt auf den Bildschirm, wenn sie daran arbeiten. Der Vermieter will halt direkt an die Wand ein neues Wohnhaus bauen und teilt mit: Damit der Baukörper die historische Gebäudeflucht aufgreifen kann, ist die Fensterschließung an dem unmittelbar angrenzenden Bestandsgebäude in den Giebelseiten zwingend erforderlich. Na klar, für das neue Haus müssen halt die Fenster des alten zugemauert werden. Wäre doch blöd, wenn ihre neuen Nachbarn direkt in ihre Wohnung schauen könnten. Ja, neben dem Fenster hier wurde leider auch noch ein anderes zugemacht. Na schön, die HOVOG macht eben keine halben Sachen. Und zwar das Fenster in meinem Schlafzimmer oder der Raum, den die HOVOG mittlerweile als Kammer bezeichnet. Boah. Der Arme. Aber wenn du das vermietest, dann vermietest du das doch mit den Fenstern. Fensterlose Schlafzimmer, auch cool. Hat nicht jeder. Ja, aber im Schlafzimmer soll man es doch dunkel haben. Ich bitte dich. Schlafzimmer brauchst du eigentlich echt ein Fenster. Auf jeden Fall, würde ich auch sagen. Aber ja, alleine, um mal durchzulüften. Eine richtige Muffelkohle jetzt. Außerdem ist es total einbruchsicher. Tja, das ist jetzt wohl nur noch eine Dunkelkammer. Aber auch das ist alles halb so wild, Herr Kaufhold. Schließlich hat ihr Vermieter ihnen ein wirklich unschlagbares Angebot gemacht. Die HOVOG hat Herrn Kaufhold eine Erstattung der Umzugskosten in Höhe von maximal 2000 Euro angeboten, sowie eine verkürzte Kündigungsfrist. Na, das ist doch was. Wie soll ich denn mit 2000 Euro aus dieser Wohnung rauskommen, geschweige denn in eine neue rein und die noch beziehen? Das ist einfach nicht möglich. Ach, jetzt sehen Sie es doch mal positiv. Diese Fenster müssen Sie jetzt nicht mehr putzen. Da bleibt doch viel Zeit für die Wohnungssuche. Und ein kleiner Tipp, direkt nebenan werden bald neue, ganz helle Wohnungen gebaut. Oh, ein bisschen fies. Gerade bei dieser Wohnungsknappheit in Berlin, dass die jetzt vorschlagen, du kannst ausziehen und wir zahlen dir 2000 Euro. Ist das der Horror? Stell dir das mal vor, du sitzt da und plötzlich mauern die dich zu. Ja, genau, einfach Wand an Wand und fertig, weiter geht's. Braunschweig, eine Stadt mit viel Geschichte und den höchsten Sicherheitsstandards für Fußgänger weltweit. Doch diese Sicherheitsstandards werden jetzt von ein paar Politikern massiv ins Wanken gebracht. Unsere Idee war es, hier in der Innenstadt einige Ampeln durch gleichgeschlechtliche Männer- und Frauenpärchen auszutauschen. Wir wollen damit zeigen, dass Braunschweig eine offene und tolerante Stadt ist und uns gegen Diskriminierung und Homophobie aussprechen. Dieser Antrag wurde auch mit großer Mehrheit im Bezirksrat beschlossen. Gleichgeschlechtliche Ampeln, das muss die Verwaltung erstmal akribisch prüfen. Die Verwaltung hat sich insgesamt ein Jahr lang Zeit gelassen mit einer Stellungnahme und hat uns dann mitgeteilt, dass sie da große Sicherheitsbedenken hat. Sicherheitsbedenken? Was? Naja, Ablenkung halt, ne? Tja, warum? Überraschung. Ja. Sicherheitsbedenken. Ja, Fußgänger müssen vor dieser gefährlichen Idee beschützt werden. Die Stadt hat dafür eine gute Begründung. Da der Nachweis der Erfüllung des gleichen Sicherheitsstandards nicht zuverlässig erbracht werden kann, wäre die Installation abweichender Symbolbilder mit einem nicht abschätzbaren Risiko verbunden. Das Risiko ist mir jetzt irgendwie noch nicht ganz klar. Ja. Ich frage mich, was das Risiko sein soll. Wahrscheinlich sind die anderen Zeichen zugelassen nach DIN ISO 9022 oder was auch immer. Das finde ich ein bisschen natürlich Ausrede, ne? Ampel grün gehen, Ampel rot stehen. Hey, das gibt es doch überhaupt gar nicht. Ich meine, frag doch mal in Hamburg nach, da geht das auch. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Das ist doch Mumpitz. Ich weiß nicht, wer dann da so ein Problem damit hat. Ja, niemand. Aus Prinzip. Ein nicht abschätzbares Risiko. Hätten Sie beide Angst, über so eine Fußgängerampel zu gehen? Nein. Hätten Sie Sicherheitsbedenken bei so einer Ampel? Nein, hätte ich nicht.
Grün ist grün. Ich sage, bei grün kann man gehen. Ich habe da nichts dagegen. Da bin ich tolerant genug. Das finde ich sogar noch schöner. Ich glaube, dass das die Leute noch mal ein bisschen darauf aufmerksam macht, dass es eigentlich Normalität sein sollte. Das sind doch keine Argumente. Es geht um die Sicherheit. Gleichgeschlechtliche Ampelmenschen. Pff, wo gibt's denn sowas? In Hannover gibt es seit einiger Zeit bereits gleichgeschlechtliche Ampelfiguren, aber merkwürdigerweise ist das hier in Braunschweig nicht möglich. Merkwürdig? Wohl eher gefährlich. Gefahrengebiet Hannover, Standort Ernst-August-Platz. Die folgenden Bilder sind nichts für schwache Nerven. Diese Menschen überqueren gleich eine gleichgeschlechtliche Fußgängerampel. Eine völlig unübersichtliche Situation. Fußgänger berichten von Chaos. Wie viel Angst haben Sie dann beim Überqueren der Ampel? Gar keine. Haben Sie hier schon mal eine brenzliche Situation erlebt? Nein, noch nicht. Auch nicht. Nö. Und bei den gesamten Menschen, die dort gerade rübergehen, offensichtlich auch nicht. Also sieht jetzt keiner panisch oder ängstlich aus. Also ich denke, das lernt man schon im Kindergarten, dass es eigentlich sehr klar ist. Oben ist das rote Männchen und unten ist das grüne Männchen. Ja, aber die waren damals ja auch noch nicht gleichgeschlechtlich. Das ist doch eine große Sicherheitslücke in Hannover. Wie will sich die Stadt da rausreden? Es ergibt sich keine Gefahr durch den Austausch der grünen Streuscheiben und es sind auch keine Einflüsse auf die Verkehrssicherheit bekannt. Während die Fußgänger hier in Hannover weiterhin in Angst und Schrecken leben müssen, können die Menschen in Braunschweig aufatmen. Ihr Fußweg ist und bleibt sicher. Super. Hannover gegen Braunschweig. Wie wenig Vertrauen hat dann Braunschweig in seine Einwohner? Wieso unterstellen die den Menschen, dass sie zu doof sind, das noch hinzubekommen? Ja, das ist ja Hannover. Das ist, hier, das ist nicht Braunschweig. Anders. Braunschweig ist ein ganz anderes Pflaster. Ich kann wetten, dass die Hälfte von den Leuten, die rübergehen, das noch nicht mal bemerkt haben. Ja, aber wenn die Leute dann anfangen, vor der Ampel auf einmal sich einen Partner zu suchen, um über die Straße zu gehen. Ja, das war auch gut. Mehr Liebe. Mehr Liebe. So, Braunschweig ist auch abgehakt. Vor kurzem hat Walter Schäfer Post bekommen. Er regelt für seine Schwiegermutter die Krankenversicherung und der Brief von der DBV, der Deutschen Beamtenversicherung, der hat es in sich. Zum 1.7. ist eine Beitragsanpassung in Ihrem Vertrag erforderlich. Oje, die maßgeblichen Gründe für die Beitragsanpassung entsprechen den Anforderungen. Paragraph 203 Absatz 5 Versicherungsvertragsgesetz, das habe ich jetzt gerade nicht zur Hand. Also nimmt er sich den Brief in Ruhe genauer vor. Und der ist ziemlich umfangreich. Eigentlich läuft die gesamte Kommunikation elektronisch, aber hier gab es dann, ich glaube, 7 Seiten bedrucktes Papier. Vorder- und Rückseite bedruckt, ziemlich eng bedruckt. Das muss ja wirklich was Gewichtiges sein. Wahrscheinlich steht die gesamte Versicherung irgendwie kurz davor zu kippen oder irgend so eine schwerwiegende Information. Aber wo steht sie nur, diese schwerwiegende Information? 14 Seiten lesen, dann endlich. Wenn man dann genauer liest, sieht man, es geht offensichtlich um eine Beitragserhöhung. Das wird aus dem Nachtrag zum Versicherungsschein klar ersichtlich. Unter Monatsbeitrag bisher und Monatsbeitrag neu sind hier die Veränderungen für die einzelnen Versicherungsbausteine aufgeführt. Die sind auf den ersten Blick gar nicht so groß. Doch dann... Ein Cent mehr. Was redest du? Ein Cent. Nein. Das ist nicht dein Ernst. Von 58,19 Euro auf 58,20 Euro. Da liegt der Hund begraben. Plötzlich erhöht sich der Gesamtbeitrag von 297,57 Euro auf 297,58 Euro. Was ich dann immer gerne mache, ist, dass ich mir dann nochmal auf der ersten Seite angucke, was haben die denn da an Porto für bezahlt? Und hier steht 95 Cent Porto. Das heißt, sie haben jetzt also wirklich einen 14 Seiten Papier bedruckt für eine 1 Cent Monatsbeitragserhöhung. Ja, eine einfache Online-Mitteilung reicht da nicht aus, schreibt uns die DBV, immerhin per Mail und nicht per Post.
Denn hier gibt es rechtliche Vorgaben zur postalischen Zustellung und dies unabhängig von der Höhe der Beitragsanpassung. Im Rahmen dieser Vorgaben besteht, wie in diesem Einzelfall, keine Möglichkeit, die Beitragsanpassung aufgrund der Höhe auszusetzen. Aber da muss man doch ein bisschen das zwischen den Ohren einschalten und überlegen, ergibt es Sinn, jemanden einen Brief zu schreiben für 95 Cent, um einen Cent Beitrag zu erhöhen? Aber dann würde der DBV das Geld doch fehlen. Immerhin 12 Cent pro Jahr. Das heißt, in knapp 8 Jahren, wenn meine 83-jährige Schwiegermutter so lange hoffentlich durchhält, wird dann das Porto dieses Briefes durch die Erhöhung bezahlt worden sein. Ja. Ja. Schweigen. Ich finde es großartig, wenn man sich die Kosten jetzt zusammenrechnet. Die Arbeitszeit, jemand hat sich damit beschäftigt. Ein Programm ist dafür gelaufen. Genehmig, Verwaltungsarbeit, Sonderbeauftragter. Das Papier, der Drucker, ja. Strom. So viel Papier, du musst mal überlegen, wie viele Bäume das sind. Und die arme Umwelt, sag ich da. Hunderte von Versicherten kriegen das. In 4 Wochen kommt der nächste Brief, da steht drin, wir müssen die Beiträge nochmal anheben, weil wir nämlich unglaublich erhöhte Portoausgaben hatten. Die Rücklagen müssen ja weg. Das Abfallwirtschaftszentrum Buxtehude-Adesdorf wird vom Landkreis Stade betrieben. Doch lange Zeit durften hier nicht nur Menschen aus dem Landkreis Stade, sondern auch aus dem Nachbarlandkreis Harburg mit Kennzeichen WL Müll anliefern. Da hatten wir 500 Liter Grünschnitt frei am Tag und das ging problemlos. Das Stader Abfallwirtschaftszentrum liegt übrigens schon ganz knapp hinter der Grenze im Landkreis Harburg. Da lag es also nahe, dass Harburger dort ebenfalls entsorgen dürfen. Doch im April endete der langjährige Kooperationsvertrag, schreibt uns der Landkreis Stade. Die Kapazitäten in der bestehenden Adesdorfer Anlage für die zusätzliche Grünabfallannahme aus dem Landkreis Harburg reichten nicht mehr aus und sind dafür ja auch nicht vorgesehen. Was also tun? Ich hätte es eigentlich gut gefunden, wenn sich die beiden zusammentun. Einfacher wäre es gewesen, wenn man diese Anlage einfach von der Fläche hätte erweitert und er wäre gut gewesen. Ne? Never change the running system, ne? Ja, aber so einfach ist es nicht, die bestehende Anlage der Stader zu vergrößern, damit auch die Harburger dort weiterhin Müll abliefern können, geht leider nicht, sagt der Landkreis Stade. Die Abfallentsorgung ist Aufgabe der Landkreise und der Landkreis Harburg sagt, nach Abfallrecht ist jeder Landkreis für die Entsorgung der in seinem Gebiet anfallenden Abfälle zuständig. Da ist man sich also sehr einig. Die Folge, kein Harburger Abfall mehr für die Stader-Anlage. Weil das ja Landkreis Stade ist und wir da nicht mehr hin dürfen. Wie finden Sie das? Scheiße. Aber es gibt doch eine Lösung. Die Harburger haben einfach eine eigene Wertstoffannahmestelle gebaut. Dafür hatte man nach einer geeigneten Stelle im weiten Landkreis gesucht und gesucht. Und dann ein Grundstück gefunden, das direkt an das Gelände des bestehenden Abfallwirtschaftszentrums Buxtehude-Adesdorf vom Landkreis Stade grenzt. Ist doch pfiffig, ne? Ach, Quatsch, wie witzig. Nee, das glaube ich jetzt nicht. Ich glaube, ich spinne. Ah, ja. Perfekt. Aber dann sind zwei unterschiedliche, unabhängig voneinander. Na, bauen die da jetzt alles nochmal neu auf, oder wie? Anstatt es zu erweitern? Hä? Jetzt ist jetzt die Frage, ob sie jetzt rechts bauen oder links. Jetzt bin ich mal gespannt. Seit Mai steht neben dem Stader Recyclinghof die für 1,1 Millionen Euro errichtete neue Wertstoffannahmestelle des Landkreises Harburg. Hier sind die Container grün statt orange. Sonst ist alles so wie nebenan. Das ist doch aber Quatsch, oder? 1,1 Millionen Steuergelder verballert für Schwachsinn. Müssen Sie sich mal angucken. Lächerlich. Die Annahmestellen für den Landkreis Stade und für den Landkreis Harburg teilen sich sogar eine Zufahrt. Wie praktisch. Und noch etwas haben sie gemein, die Lage im jeweils anderen Landkreis. Denn die neue Annahmestelle der Harburger liegt schon drüben im Landkreis Stade. Nein! Nein! Hab ich's doch gesagt. Das heißt, ist jetzt auf Staderland. Ja, auf Staderland ist jetzt Harburg. Und auf
Hamburgland ist Stadeabfall. Hatten die keinen Platz mehr in ihrem eigenen Landkreis? Das geht. Und das dürfen sie? Dürfen sie. Oh, Schilder ist nicht weit weg, doch. Das ist Wahnsinn. Ist aber witzig, aber naja, was will man machen? Ist so. Ist so. Jeweils im Nachbarlandkreis einen Wertstoffhof bauen, das geht. Aber bloß nicht den Müll über die Kreisgrenze hinweg entsorgen. Beim Mülltrennen macht den Deutschen einfach keiner was vor. Ja. Ist das großes Kino. Da muss man halt einfach mal ein bisschen größer bauen und dann können die Landkreise vielleicht auch einfach mal zusammenarbeiten. Ja, genau diesen hier. Dann hättest du da nicht in Harburg bauen dürfen. Du bist mal wieder zu streng. Das ist wieder echt so eine Posse. Oh nein, die hätten noch einfach tauschen können. Das sind nur zwei Landkreise. Wir tun so, als wären das irgendwie verschiedene Länder. Schöne Geschichte. Am Paradiesecker im bayerischen Großwallstadt ist es paradiesisch ruhig. Denn dieser geteerte Feldweg ist baurechtlich eine Sackgasse. Die Zuwegung ist nur bis zu dem Wohngebiet erlaubt. Danach muss für Autos, Radfahrer und Fußgänger eigentlich Schluss sein. Doch der Bürgermeister will an dieser Stelle nicht alle aussperren und greift zunächst zu einem Trick. Wir haben einen Kompromiss entwickelt, damit hier Fahrradfahrer und Fußgänger die Engstelle passieren können, um weiterhin den Rundwanderweg um den See zu nutzen. Und so sieht der Kompromiss aus. Eine Straßenlampe, die den Weg versperrt. Zumindest Autos kommen so nicht mehr durch. Radler und Fußgänger können weiter passieren. Doch dann das. Vor 3 Jahren ist dann aus welchen Gründen auch immer am helllichten Tag ein Radfahrer an die Straßenlampe gefahren. Und die Polizei hat uns die Auflage erteilt, entweder dann ganz zuzumachen oder eine Lösung zu finden, die rechtssicher ist. Die Lösung ist ein reiner Gehweg und der hat einen Anfang und er hat ein Ende, logisch. Nur, dass die hier durchaus dicht beieinander liegen. Ziemlich dicht sogar, einer der wohl kürzesten Gehwege der Republik, ganze 10 Meter lang. Das ist schon wieder echt. Na gut, aber doch, das ist doch eine gute Lösung. So, ja, ist es, aber das ist so Deutschland. Ja, so, ja. Komm, wir packen dann ein Schild hin, erklären das Schild, beenden das Schild und packen dasselbe Schild nochmal dahin. Oh nein, in beiden Richtungen sogar. Clever gelöst. Mhm. Wieder zwei Schilder. Warum macht man den Weg in der Mitte? Wie bescheuert. Machst die Blumen in die Mitte und dann machst du einen Fahrradweg nach rechts und von links. Ich hätte das ganze Ding ganz anders aufgebaut. Ich hatte da einfach einen Eingang von links nach rechts in so einem kleinen Slalom-Thema durch. Nee, guck dir das an, wie das aussieht. Ich glaube, so ein Konstrukt gibt es nirgendwo anders auf der Welt. Am Anfang habe ich gedacht, was ist denn das für ein Quatsch? Ist ein Blödsinn, ne? Wird sich schon etwas drüber lustig gemacht, ja. Es sieht für manche Leute lustig aus, aber besser lustig aussehen und durchlaufen können als ganz zu. Eben, der Bürgermeister zeigt, wie man den Gehweg korrekt benutzt. Einmal die 10 Meter hin und wieder zurück. Natürlich ohne gegen die Laterne zu laufen. Nur Radfahrer, die müssen hier absteigen. Also, hey, was ist denn das? Absteigen! Vogel. Jeder fährt also nicht durch mit dem Fahrrad. Ja, fahren einfach durch. Fahren Schrittgeschwindigkeit. In der Realität fahren hier weiterhin die Radfahrer durch. Soll es aber zu einem Unfall kommen, ist die Gemeinde rechtssicher und kann immer dagegen halten, der Radfahrer hätte absteigen müssen. Hätte Fahrradkette. Nur für diese 10 Meter muss sie halt mal stillstehen. Das ist so witzig. Wirst sehen, irgendwann kommt ein Polizist oder eine Politesse dahin. Eigentlich könntest du dich da hinstellen und könntest dann so ein Bußgeld verlangen. So können sie die Steuergelder wieder reinholen. Da kann man richtig Cashmash mitmachen. Ein Fuchs. Das hat er sich genau überlegt. Guter Mann. Ja. Guter Mann. Hätte er das so gemacht, wie ich es vorgeschlagen hätte, dann wäre es am besten gewesen. Mama for President. Yes. Eine Zuschauerin klickte hier, um mehr von Extra 3 zu sehen. Das Ergebnis verschlug ihr den Atem. Ein Zuschauer hat den Extra 3-Kanal abonniert.
Bei Sendung 4 musste er weinen. Eine Zuschauerin aktivierte die Glocke, um nichts mehr von Extra 3 zu verpassen. Was dann geschah, veränderte ihr Leben.